der Herbstpressekonferenz in München hat Asus die von der Technik rund erneuerte EBOX EB1012 vorgestellt. Die Unterschiede zum ersten Laptop von Asus sind die Dual-Core Intel Atom 330 CPU, die mit dem Nvidia MCP Smart Chipsatz kombiniert wird und somit eine HD- und spieletaugliche Grafikkarte bietet. Die neue EBOX EB1012 unterscheidet sich vom Aussehen nicht von den früheren Asus Laptops. Die neue EBOX verfügt nun über 6 USB-Schnittstellen, einen eSATA-Port, um externe Festplatten mit hoher Geschwindigkeit anzuschließen. Das Highlight ist sicherlich der digitale HDMI-Videoausgang an der Rückseite. Allerdings verfügt die neue EBOX EB1012 nicht über einen zweiten digitalen, sondern nur einen analogen VGA-Videoausgang. Ein WLAN-Modul ist bereits integriert, die Antenne ragt hinten heraus. Asus liefert die Eingabegeräte gleich mit, bestehend aus einer kabelgebundenen Tastatur und einer kabelgebundenen Maus. Die Tastatur hat sich in der Form leicht verändert, allerdings sind die einzelnen Tasten ziemlich klapprig. Die neue Asus EBOX EB1012 hat auf jeden Fall den nötigen Pep, um sie endlich als kleinen Gaming-PC oder HD-Wiedergabegerät einzusetzen. Eigentlich war es auch höchste Zeit, dass Asus ein Nvidia Ion-Produkt einführt, denn der große Konkurrent Acer hatte dies schon im Mai bzw. Juni getan. Zu einem Preis von 329 Euro wird die neue EBOX im kommenden Monat ausgeliefert, inklusive Windows 7 Betriebssystem.